Hallo meine hübschen Haseleins. Ja, ich habe euch versprochen, das nächste Video wird Beauty und dieses Video wird definitiv Beauty. Und zwar habe ich vor etwas über 4 Wochen eine Beautybox zugeschickt bekommen. Keine Glossybox oder Pinkbox, keine Angst, sondern wirklich mal was Besonderes. Und zwar eine Beautybox aus Israel. Also das sind wirklich Produkte, die ich noch nie gesehen habe, Firmen, von denen ich noch nie gehört habe, was für den einen oder anderen von euch bestimmt auch total interessant sein wird, weil viele bestellen ja auch übers Ausland. Es sind aber Produkte mit drin, die man auch über deutsche Online-Shops mittlerweile schon beziehen kann. Besonders bei einem Produkt ist das wichtig, weil das ist wirklich absolut genial. Und ich habe hier übrigens, man sieht das auch im Bildschirm, ich habe hier eine Beule. Ich habe ein iPad an den Kopf gekriegt. Na, andere kriegen einen Schrank an den Kopf oder eine Tür und Franzi kriegt ein iPad an den Kopf. Also dem iPad geht's gut, nur so viel dazu. Nicht, dass ihr euch wundert und denkt, das ist ein Riesenpickel, das ist eine Beule. So viel dazu, es ist auch absolut nicht wichtig. Jedenfalls habe ich die Box zugeschickt bekommen und ich sage euch ja immer was zu den Kontakten mit den Firmen. Also ich bin da ja absolut transparent und erzähle euch das. Und es war so, die Firma hat mich angeschrieben. Also ich habe nicht die Firma gefragt, sondern die Firma hat mich angeschrieben und gesagt, hey, wir finden deine Videos cool und könntest du dir vorstellen, diese Box vorzustellen? Absolut bedingungslos, wirklich absolut bedingungslos. Ich so, ja, okay, gut, cool, mache ich, klar, gerne, weil ich natürlich auch interessiert war an dem Produkt, noch nicht kenne. Und ja, die haben mir das dann, wie gesagt, zugeschickt vor etwas über 4 Wochen und dann war ein Brief mit in der Box. Das war übrigens die Box. So sah das aus, so kam das zu mir. Mit so Fliederfarben, also so lilafarben, in der Kamera sieht es blau aus, aber das ist so neonlila. Mit diesem Aufkleber hier, das ist das Logo. Ah, ich glaube, ihr seht es nicht, das blendet zu sehr. Doch, jetzt könnt ihr es sehen. Und ja, so vom Packaging, da war ich erstmal total begeistert. Und dann war da ein Brief drin, wo drin stand, ich sollte doch bitte die Box posten, also ein Foto machen und das auf Instagram. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt, ich freue mich total sehr. Ich liebe Instagram. Link unten in der Infobox. Ich sollte das Foto auf Instagram, Twitter und Facebook posten. Okay, dachte ich mir schon so, okay, cool. Klar, ist kein Problem. Also ich habe jetzt dafür kein Geld gekriegt, dass ich das poste. Das, solche Firmen gibt es ja auch, aber so war es nicht. Und die haben halt gesagt, poste bitte ein Foto auf Instagram, Twitter und bla bla. Stand halt ein Brief da drin. Da dachte ich mir so, okay, mache ich, ist kein Stress. Aber finde ich jetzt schon ein bisschen dreist, dass sie mir das nicht gleich in der Mail, wo die Anfrage kam, mitgeschrieben haben. So. Und ich habe im Vornherein zu denen gesagt, dass ich die Produkte testen möchte, dass ich kein Unboxing machen möchte, weil es sind ja wirklich Produkte, die ihr noch nicht kennt und das bringt nichts, wenn ich euch das Produkt zeige, sage, das ist drin, das ist drin, das ist drin, sondern ich wollte euch gerne eine umfassende Review zu den Produkten machen. Das dauerte der Firma allerdings etwas zu lange und letzte Woche schrieb mich dann der CEO von der Firma an, also gleich hier, ich dachte schon, Christian Grey hat mir geschrieben. Naja, und der letzte, also es war so, dass er mir geschrieben hat, wie viel, unglaublich viel Geld es gekostet hat, mir die Box zu schicken. Und dass er es dreist findet, dass ich noch kein Video gemacht habe, obwohl ich gesagt habe, dass ich die Produkte teste. Hier sind Haarprodukte und Hautprodukte mit drin, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das dauert mindestens einen Monat, dass man die testet, weil gerade die Haut erneuert sich in 28 Tagen. Bedeutet, wenn ich was einmal benutze oder auch bei den Haaren ist es so, da kann man nach der ersten Anwendung, außer du sagst gleich, oh Gott, das ist total scheiße, das funktioniert nicht. Aber wenn man sich noch unschlüssig ist, ist es doch viel besser, die Produkte erst zu testen, als in die Kamera zu halten nach der ersten Anwendung und zu sagen, das ist scheiße. Das ist meine Meinung so. Im Sinne der Firma auch. Ne? Ja, hat er mir geschrieben, dass er das dreist findet. Und der letzte Satz, den fand ich sehr, sehr krass. Dreh bitte schleunigst ein Video, wenn du nicht ins offene Messer laufen möchtest. Die Firma hat mir quasi gedroht. Also ich weiß nicht, wie ihr das auffasst, aber wenn mir jemand schreibt, mach ein Video, damit du nicht ins offene Messer läufst, was auch immer die Firma vorhat mit mir, keine Ahnung, ob sie mich anbrennen wollen oder so, keine Ahnung, ist ja auch egal. Und haben halt geschrieben, dass sie mich eben nicht ins offene Messer laufen, wenn ich das nicht möchte, soll ich ein Video machen. So. Da habe ich denen ein paar Takte erzählt, also sie haben mir auch geschrieben, ich hätte die Box vor Monaten zugeschickt bekommen. Da habe ich geschrieben, Freunde der Taubenzucht, ich habe die Box vor 4 Wochen zugeschickt bekommen und nicht vor Monaten. Und ich habe euch gesagt, dass ich die Produkte gerne testen möchte, bevor ich sie zeige.
Und dann habe ich noch geschrieben, dass ich das Video jetzt drehen werde. Am Montag, heute ist Montag und ich lade es auch heute hoch. Und dass ich in meinem Video aber definitiv sagen werde, was da abgegangen ist. Das nur dazu. Also das fand ich ziemlich krass, ziemlich dreist, mir da das Messer im wahrsten Sinne des Wortes auf die Brust zu setzen und zu sagen, dreh ein Video, sonst passiert was. Das habe ich noch nie erlebt mit einer Firma. Wenn ich das kostenlos zurückschicken könnte, hätte ich die Produkte nach dieser Mail zurückgeschickt, weil ich einfach die Schnauze voll habe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist eins von wenigen Videos, die ich gerade, was ich gerade jetzt hier mache, wo ich wirklich überhaupt keinen Bock drauf habe. Fakt ist eins, ich werde euch natürlich trotzdem unbefangen die Produkte vorstellen und auch die Box, weil die Idee hinter der Box ist klasse. Diese Firmenphilosophie allerdings mit YouTubern und mit der Community YouTube an sich finde ich also in meinem Fall nicht in Ordnung. So, so viel dazu. Wie gesagt, ich gehe damit offen um und ich möchte, dass ihr das wisst. So, ich mache jetzt, stelle euch jetzt die Produkte vor, über die ich was sagen kann. Ich habe auch dem CEO von Glamguru zurückgeschrieben, dass ich manche Produkte nicht reviewen kann, weil ich sie einfach noch nicht getestet habe und ich euch keine Scheiße erzählen möchte. Was ich aber getestet habe, was da drin war, und den habe ich euch schon mal in meinem Video gezeigt, und zwar, wo ich noch was zu meiner Ernährung sage, wie ich mich so ernähre mit den Kohlenhydraten und sowas, das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Da habe ich euch auch mal den Schwamm mit gezeigt, weil das war so ein Follow-My-Arm-Video, wo ich euch so verschiedene Sachen erzählt und gezeigt habe. Und da habe ich euch auch diesen Sponge gezeigt. Das ist ein Cognac-Sponge, der ist aus Bambus. Und den kriegt ihr auch über Online-Shop. Gebt einfach mal bei Google Cognac-Sponge ein. Da findet ihr definitiv viel dazu. Und das ist jetzt, es gibt ihn in unterschiedlichen Arten und das ist der für misch- bis ölige Haut, was für mich nicht. Ich habe eine Mischhaut, aber jetzt gerade neige ich wieder eher zu trockener Haut. Meine Haut spinnt total rum. Aber ich kriege keine Pickel, aber ich merke halt, dass meine Haut trockener wird. Das meine ich mit, sie spinnt rum. Und der ist nicht zum Abschminken gedacht. Das stand auch mit, der war eingepackt und alles. Und da stand halt mit drin, dass den man nicht zum Abschminken benutzen darf, den Schwamm. Also sollte. Ich schmink mich quasi ab und nehme den dann so als Peeling zwei, dreimal die Woche. Oder nehme den, wenn ich was vorhab und möchte, dass mein Make-up total geil aussieht. Weil dadurch, der soll auch übrigens bei Akne helfen. Keine Ahnung, guckt euch mal die E-Mail, die Sachen an, die ihr unter Cognac Sponge findet. Da sind auch Leute, Blogger, deutsche Blogger, die darüber schreiben und sehr begeistert sind. Ich habe bis jetzt noch keinen negativen Blogpost dazu gesehen. Der ist wirklich klasse. Der macht das Hautbild total schön und was ich auch finde, die Haut hat danach wie so ein Glow, wie so ein, das sage ich auch in meinem anderen Video, die Haut scheint danach so, die nicht glänzt wie eine Speckschwarte, sieht einfach so geil aus, so leuchtend, einfach Leuchtkraft. Der Schwamm schenkt wirklich Leuchtkraft, wie auch immer, aber ich denke, es liegt einfach daran, dass der die abgetragenen Hautschüppchen sehr, sehr sanft entfernt. Ihr könnt hier die vordere Seite nehmen, die ist feinporiger. Ups, ihr habt ja auch übrigens so ein Ding dran, da könnt ihr das aufhängen. Und hier hinten, das ist grobporiger. Da könnt ihr dann schon ein bisschen mehr schrubben. Das nehme ich gerne auf der Nase zum Beispiel. Und das muss ich wirklich sagen, in jedem Video krabbelt meine Nase. Das nur mal so nebenbei. Den finde ich toll. Also man sollte, ich glaube, den alle 6 Wochen sollte man sich einen neuen bestellen. Ich habe den jetzt schon 4 Wochen und nehme den auch wirklich täglich, wäre jetzt übertrieben. Mindestens dreimal die Woche, manchmal auch mehr. Und was man nicht machen sollte, wenn man so dünne Haut hat wie ich, tut mir leid, Leute, aber mir juckt dermaßen die Nase, schon im letzten Video, ich weiß nicht warum. Und also ich würde den auch wirklich austauschen, weil ich merke jetzt schon, der wird hinten so ein bisschen rissig. Das merkt man. Also man merkt wirklich, okay, man sollte dann einen neuen benutzen. Aber so an sich ist das Produkt wirklich, wirklich klasse. Also ich nehme den ohne ein Kosmetikprodukt, ohne ein reinigendes Produkt. Ich reinige mich ab und nehme den danach. Also wirklich top. Gerade wenn ihr was vorhabt, was ich ganz toll finde, wenn ihr heiratet. Und da will man ja, dass das Make-up richtig glowt, richtig strahlt. Absolut top, wirklich toll. Dann war da noch drin eine Haarmaske von Aline Blanco. Ich halte euch das so in die Kamera, dass ihr das hoffentlich sehen könnt. Ich habe meine Nägel nicht lackiert. Das ist eine Haarmaske. Das könnt ihr, glaube ich, nicht in Deutschland beziehen. Die ist auch relativ teuer. Also hier waren wirklich hochwertige Produkte drin. Der Geruch ist so ein bisschen wie alte Dame, aber nicht
schlecht, also nicht wie Oma unterm Arm oder Oma hat ihren Rock gelüftet, sondern eher so ein bisschen edel, so wie Friseursalon, so ein bisschen. Ja, Friseursalon früher so. Also den Geruch finde ich angenehm. Ich habe die Maske, wie ihr seht, das ist so eine rosane, cremige Masse, ist auch nicht flüssig, also wenn ich das jetzt so halte, läuft das nicht raus. Es ist eher eine feste Konsistenz. Die soll Feuchtigkeit spenden. Also die ist auch, hat auch eine sehr gute Bewertung im Internet. Ich glaube, die bekommt man über englische Online-Shops. Den finde ich wirklich nach der ersten Anwendung, kann ich sagen, gut. Ist aber jetzt nicht so, dass ich so eine Veränderung festgestellt habe, was ja auch nicht geht, weil ich das Produkt nicht länger getestet habe. Also ich habe die jetzt einmal angewendet. Oh Leute, meine Nase, ich muss jetzt gleich aufhören, das Video zu machen. Ich versuche mich jetzt zusammenzureißen. Für die erste Anwendung fand ich sie okay, würde sie mir jetzt aber nach der ersten Anwendung, was ich jetzt feststellen konnte, nicht nachkaufen. Also ist okay, aber jetzt kein Muss. Aber ich konnte sie auch nicht länger testen. Übrigens, das ist kein Ansatz, das ist Ombre her. So, dann war da noch eine Handcreme drin von San Francisco. Die Firma kenne ich auch nicht. Das ist mit Orangenduft. Die riecht wirklich sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr schön nach Orange, sehr edel, nicht irgendwie, dass man jetzt sagt, künstlich, gar nicht, sehr natürlich nach Orange. Und die Pflegewirkung, die habe ich jetzt öfters schon benutzt, finde ich beschissen. Also man hat gar keine Pflegewirkung. Also die zieht schnell ein, klar, aber das ist jetzt nicht unbedingt positiv, weil man danach, die Hände sind überhaupt nicht gepflegt. Keine Ahnung, für was ich die verwende. Finde ich nicht gut. Also die würde ich mir definitiv nicht nachkaufen. Dann war da drin das einzige Produkt, was mir bekannt vorkam. Nee, stimmt nicht. Zwei Produkte kamen mir bekannt vor. Und zwar Colorama Maybelline New York. Und zwar ist das die Farbe. Oh, das steht alles auf hier. Ne? Das ist ja, wie gesagt, aus Israel, die Box. Ist ein Orangeton, so wie die Kamera den rüberbringt, ist der auch so neonorange. Den werde ich im Sommer, denke ich, auf den Fußnägeln tragen, auf meinen Händen, also auf meinen Fingern sieht orange immer nicht so schön aus. Aber für den Sommer so auf die Fußnägel kann ich mir den cool vorstellen. Nagellack ist immer gut. Und Maybelline ist ja auch eine gute Firma. Dann war da ein Duft drin, ich denke mal von einer No-Name-Firma. Eau de Parfum Vanilla Sensation. Wartet mal. Ja, das Licht, das blendet jetzt alles ein bisschen. Und riecht ganz extrem nach Vanille. Ich liebe Vanille und Kokos, aber einzeln nur Vanille ist nicht meins. Also ich finde es zu krass. Ich habe mir das überlegt, dass ich das jetzt so mal ab und zu mir in die Haare sprühe, dass meine Haare schön riechen. Dafür kann ich mir sehr gut vorstellen. Man soll Parfüm nicht in die Haare sprühen. Hört nicht drauf, was die dumme Franzi sagt, aber ich mache es trotzdem. Und das finde ich vom Duft her halt nicht so toll, weil es halt wirklich reine Vanille ist. Aber so von der Idee einfach her, so eine große Parfümprobe mit rein zu tun und das als Eau de Parfüm, das reicht ja ewig, finde ich toll. Also an sich, die Sache an sich ist toll, ne? Dass mir der Duft jetzt nicht gefällt, gut, Pech gehabt, ne? Dann war da drin, da war ich total platt, Moroccan Oil. Das ist das zweite Produkt, was mir bekannt vorkam. Und ja, auch das steht nicht auf Deutsch drauf, aber das kann man ja auch im Internet nachlesen. Das kriegt man auch über Amazon. Und ich habe jetzt gerade ein Haaröl von Kerastase, mach das erstmal, ja. Aber ich weiß, guck mal, guckt euch mal die Größe an. Wisst ihr, was das kostet? Das ist scheiß teuer. Also vom Visat, ich sage euch das jetzt alles so, die Box an sich ist absolut toll. Aber die Firma, also die Kooperation war scheiße. Muss ich so sagen, das ist, naja. Ich weiß, ich habe das noch nicht aufgemacht. Der Duft davon ist phänomenal, weil ich hatte das schon mal. Ich glaube aber, das ist eine Silikonbombe. Aber ich glaube, das sind Haaröle an sich. Also ich freue mich drauf, das zu benutzen, schon alleine, weil es so geil riecht. Ich muss jetzt erstmal meinen Kerastase leer machen. Also das habe ich auch schon mal ausprobiert. Finde ich wirklich, wirklich toll vom Effekt her. Aber es soll halt eigentlich nur eine Silikonbombe sein, was ja schon wieder nicht so gut ist. Und dann war da ein Rouge drin von Farhan. Die Seite, das Rouge ist auch teuer. Ich glaube, das kostet schon alleine 15 oder sogar 20 Euro. Ihr lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, die sind scheiß teuer. Und zwar ist das ein Mineral Blush, worauf ich nicht so stehe. Also ihr wisst ja allgemein, ich stehe nicht so auf Rouge. Ich habe jetzt übrigens fast meine ganzen Blushes auf Instagram verkauft. Übrigens danke nochmal an die Mädels, die die Sachen gekauft haben und
die gewotet haben, weil ich habe es nicht so gemacht, dass ich die Preise gesagt habe, sondern ihr habt gewotet und der am meisten votet hat, das Produkt bekommen. Es hat wirklich alles total cool geklappt und also danke nochmal dafür an die Mädels. Ja, wie gesagt, ich stehe nicht so auf Rouge, aber jetzt kommt's. Das ist die Farbe Tender Love. Und da denkt man ja erstmal, oh Gott, rosa. Ne, das ist ja so. Aber das ist so ein, wie beschreibe ich denn das? Das ist schon ein Rosé, aber mit so einem Mauve-Einschlag, mit so einem Braun-Einschlag. Das sieht man jetzt bestimmt in der Kamera gar nicht. Kamera sieht's. Naja, also es ist nicht ganz so rosa, wie es in der Kamera rüberkommt. Es ist mehr so mauve-farbig und das finde ich nur wiederum geil. Also ich mag nicht so rosane oder peachfarbene Rouge. Ich mag ja generell keine Rouge mehr. Aber das ist eine Farbe, die hatte ich auch schon drauf. Der ist komplett matt und der sieht wirklich toll aus. Also Farahn, wie gesagt, ich glaube, das bekommt man auch über englische oder amerikanische Online-Shops. Genau. Und dann wollte ich euch noch die Box zeigen, wo es drin war. Finde ich absolut toll. Und zwar ist das so eine. Also, ne, da ist es hier noch das Tuch dann raus, werde ich gleich mal machen. Und da werde ich jetzt mein Kosmetikzeug reinholen, wenn ich verreise, weil meine Kosmetiktasche, da ist der Reißverschluss kaputt gegangen, weil ich die immer so voll gemacht habe. Und die ist so schön groß und so schön, ihr seht das schon, da passt einiges rein. Finde ich toll. Finde ich viel besser als die Glossy-Boxen, die am Ende meine dienen jetzt als Schwibbogen-Untersatz. Das mal, ich weiß, viele von euch wissen gar nicht, was ein Schwibbogen ist. Das ist eine Schande. Naja. Jedenfalls dienen die bei mir als Schwibbogenuntersatz. Mein Schwibbogen steht hier und da stehen die drunter. Aber ansonsten bei vielen Leuten, denke ich, fliegen die auch fort und das finde ich ein bisschen schade. Sowas kann man verwenden für sich selber und wenn man dann noch eine Box bekommt, noch eine Box, finde ich, sowas kann man auch mal verschenken. Wenn man Sachen verschenkt, so Beauty-Produkte, das hier reintun, finde ich eine total tolle Idee. So Leute, das war die Box. Also wie gesagt, was ich auf jeden Fall nachkaufen werde aus der Box, ist dieser Schwamm. Den liebe ich. Der ist so toll und er passt zu meinem Outfit. Besser geht's gar nicht. Nein, aber der ist wirklich, wirklich klasse. Und den gibt es in verschiedenen Sorten, wie gesagt, für trockene Haut, für ölige Haut, für Mischhaut, für sensible Haut, für Aknehaut. Dann gibt es den, glaube ich, noch für, was war es noch? Für allergische Haut, glaube ich, habe ich ihn auch gesehen. Also wirklich toll, 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 toll. Den werde ich auf jeden Fall nachkaufen. Und ja, das war's, meine Haselein. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Box hat euch gefallen. Das ist wirklich eine tolle Box, dass ich nur so ein Pech mit der Firma hatte. Gut. Aber ich habe das Video jetzt gemacht und deshalb bin ich jetzt raus aus der Sache und ich hoffe, ich werde nicht erstochen oder angebrannt. Ja, tut mir leid, dass meine Nase so gekrabbelt hat. Ich weiß nicht, warum das so ist. Naja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!